Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Realms of the Haunting. Okay, wir haben hier zumindest mal wieder was Neues. Ja, und sag ich, okay. Also wir haben die Masken noch und wir haben diese Schriftrolle. Raziel hat bisher... Nee, nichts weiteres. Aber genau, ab dem Drachenhelm. Wow, sieh dir das an. Er ist sehr alt und zeugt ganz und gar von Elfs Handschrift. Der Drachenhelm ist also unsere Eintrittskarte nach Arca. Auch er hat starke magische Kräfte. Ja, du hast recht. Meine Gedanken, sie sind so klar. Im Einklang mit deiner Umgebung? Das sollten sie sein. Die Macht des Helms verändert dich. Sie schleicht sich in deine Psyche ein und formt und prägt sie. Aber warum? Wozu soll das alles gut sein? Tja, Adam, um eine Antwort auf diese Frage zu kriegen, müssen wir wohl einfach abwarten. Der Ire scheint zwar eine wichtige Rolle im Turm zu spielen, aber was mich noch mehr interessiert, ist dieser Dodger, von dem ich immer wieder höre. Also, nachdem er versucht hat, ihn im 17. Jahrhundert aufzuspüren, kommt Florentin zu dem Schluss, dass der Dodger eine gewisse Kontrolle über den Iren haben muss. Kontrolle? Bei einer solchen Kreatur? Ja, und er beschreibt detailliert und anschaulich, was passierte, als er ihm einmal begegnet ist. Es steht alles im Tagebuch, im Eintrag vom 18. April 1895. Ja, ist ja gut, dass wir das gelesen haben. Okay. So viel dazu, vielen Dank. Dann schauen wir uns hier halt nochmal weiter um. So. Hier war schon mal nix. Auf der anderen Seite vielleicht? Ah. Komisches Design. Es strahlt wenig magische Energie aus. Nur sehr wenig. Ah, wir werden aber irgendwo hingebeamt. Ein Feuerstein. Können wir später vielleicht brauchen. Er ist allerdings nicht magisch. Gut, packe ich mal ein. Gibt's da, glaube ich, sonst erstmal nicht. Ein Feuerstein. Ja, weiter zu erzählen. Ein Stahlzylinder. Benutze den Feuerstein und wir haben einen Funken. Feuer. Eines von den Elementen, die uns hier noch fehlen. Ah, sehr schön. Gut. Er führt uns zum Pavillon. Dem in den Gärten, ja. Aber nur in diese eine Richtung, nicht wieder zurück. Mhm. Alles klar, was haben wir hier? Irgendein optisches Muster. Kannst du sonst noch was fühlen, Rebecca? Das ist mit Sicherheit eine Art Teleporter. Um herauszufinden, wo er hinführt, gibt es wohl nur eine Methode. Mhm. Ah, Feuer. Okay. Ich kann dich schon fast denken hören. Gut. Oder müssen wir die gegenteiligen Sachen machen? Da ist Wasser. Scheint auch der einzige Teleport, der jetzt aktiv ist, ne? Gut, sind wir jetzt hier in der Feuerwelt?
Mein Feuerstein haben wir jetzt. MC Escher Treppen. Ah. Diese Kachel ist anders als die anderen. Sonst noch was? Nee. Erstmal nicht. Oh, ich glaube, irgendjemand brät hier Zwiebeln an. Also in der Umgebung. Entweder draußen oder Stockwerk unter uns. Ich glaube, ich muss mir dringend mal gebratene Zwiebeln machen. Hier geht's ja wieder zurück, okay. Das heißt, wir müssen eine Lupe. Können aber noch nichts mit anfangen. Dann gucken wir es uns mal an. Ein Vergrößerungsglas. Ist das Gold? Ganz sicher. Es hat allerdings keinerlei magische Fähigkeiten. Hatten wir den nicht schon mal? Andererseits kommen wir, glaube ich, aber auch nicht wirklich weiter. Okay. Dann müssen wir da, glaube ich, noch irgendwas anderes finden, schätze ich. Ah, da ist ein Kelch. Ich glaube, wir sind jetzt ja auch woanders. Da ist der Teleport. Hm. Klappt das? Tatsächlich. Ja, ist ja glaube ich nicht so, dass wir uns da viel Stress hätten machen müssen. Und hier kommen wir zu einem Kelch hoch. Ah, alles klar. Damit sollen wir wahrscheinlich... Ah, okay, Wasser. Und mit dem Wasser können wir dann zu der Wasserecke gehen, ne? Die Frage ist, ist hier sonst noch irgendwas zu tun? Ja, fast nicht. Ah, das ist ein anderer Bereich, sehe ich gerade, oder? Gut, jetzt haben wir Wasser. Das sind Wolken. Ah, genau, da waren wir jetzt. Wir haben Wasser drin. Sollen wir das darauf auskippen? Genau, Auge, das Vergrößerungsglas haben wir, den Kelch haben wir. Und nun? Hm. Ah, alles klar. Thank you.
Dann machen wir hier mal gerade auf. Sehr schön. Okay, was haben wir jetzt hier Schönes? Stößen. Stößel. Wir brauchen einen Mörser, um ihn benutzen zu können. Er ist schon auf der anderen Seite. Ja. Ein Mörser und einen Stößel haben wir auch. Normalerweise sind diese beiden Dinge untrennbar und nutzlos ohne das andere. So, Stößel und Mörser. Was haben wir denn sonst noch Schönes? Eine Metallschale und schwarzes Pulver. Hast du irgendeine Idee? Schale anzufangen. Und mit dem Pulver ist es noch merkwürdiger. Ich habe eine solche Substanz noch nie gesehen. Ist es magisch? Selbstredend. Aber es gehört noch etwas dazu. Da fehlt noch etwas. Schauen, was wir damit anfangen können. Ein Metallfläschchen. Es enthält ein feines rotes Pulver. Pass gut drauf auf, Adam. Es enthält sehr viel Magie. Können wir die jetzt nochmal verbinden? Das ist Schnee. Das Pulver ist zu Schnee geworden. Seltsam. Die beiden Pulversorten müssen gegenseitig Katalysatoren gewesen sein. Ein Mörser und einen Stößel haben wir auch. Normalerweise sind diese beiden Dinge... Gut, das hatten wir schon. Cool. Hier waren wir auch noch nicht drin. Oh. Ein orientalischer Papierfächer. Das ist ein Yin- und Yang-Motiv. Ah, hier gibt es eigentlich nur den einen Gegenstand. Ah, doch nicht. Eine Schriftrolle. Da steht etwas, aber ich kann es nicht lesen. Jetzt könnten wir ein Vergrößerungsglas gebrauchen. Burn. Verbrennen. Kann ich das damit benutzen? Da steht was geschrieben. Brenne? Verbrennen wir dich? Ja, wäre auf jeden Fall eine Idee. Da steht was geschrieben. Brenne? Hast du etwas, um ihn anzuzünden? Ja, hab ich tatsächlich. Wow, damit sind wir jetzt ein gutes Stück weiter. Das hat was gebracht? Wir haben das Papier verbrannt, okay. Ist in Ordnung. Dann haben wir jetzt alles soweit mitgenommen, ne? Hier ist jetzt nichts mehr drin. Aber können wir hier auch noch... Ja. Stroh? Stroh? So ähnlich. Es ist Zunder. Diese Sorte ist äußerst brennbar. Sollen wir das auch noch verbrennen? Okay. Stroh? So ähnlich. Es ist Zunder. Diese Sorte ist äußerst brennbar. Ich glaube, die habe ich da hinten aber auch so weit übersehen, die anderen Nischen, oder? Na, wir gehen nochmal durch, komm. Ja, tatsächlich. Aber den Fächer können wir es dann vielleicht... Die sitzt absolut fest. Okay. Vergrößern wahrscheinlich. Shisha, okay. Wasserpfeife. Eine Hoka, wenn ich mich nicht irre.
Eine orientalische Tabakpfeife. Ja, ich habe mal eine probiert. Im Prinzip geht es darum, den Rauch dessen, was auch immer verbrannt wird, durch das Wasser in den bauchigen Bereich zu ziehen und zu inhalieren. Wobei die Betonung auf was auch immer liegt. Nee. Na komm, probieren wir die Sache mal gerade durch hier. Ach, Weiber. Was? Ach, Weiber. Schnee und Zimt mit Feuerschein. Okay. Hat sie jetzt hier... Achso, vielleicht haben sie dadurch jetzt neue Portale hier geöffnet. Kann das... Nee, kann nicht. Ah, wir können die Sachen hier platzieren. Den Fächer? Ich weiß ja nicht. Ja, ich würde sagen, hier kommt das Feuer hin, ne? Mhm. Genau, Luftfächer. Schnee. Im Wasser, die Wasserpfeife würde ich ja, glaube ich, fast eher draufpacken. Aber wir haben, glaube ich, jetzt erstmal nichts mehr. Nee. Dann schauen wir noch mal, ob wir noch irgendwas finden. Vielleicht können wir jetzt ja hier noch Sachen öffnen. Diese bläuliche Kachel, ich kann die Inschrift jetzt lesen. Bomb? Was soll das denn bedeuten? Gute Frage. Nächste Frage. Die sitzt absolut fest. Okay, wir haben ja die Bong. Mist, sitzt bombenfest. Kann ich nicht benutzen? Ist offen, gut. Dann machen wir das mal warm. Ein Bernstein, fossiles Harz. Okay, komm mal mit. Wir hatten, glaube ich, noch einen, die nicht aufging. Das haben wir geöffnet. Das haben wir geöffnet. Das haben wir geöffnet. Ja, dann dürfte... Das ist dann das Harz. Na gut, Schnee, ja, Schnee, Wasser, alles klar, macht Sinn. Ne? Nicht? Ein Bernstein, fossil. Hey, was ist das? Ich glaube, es wurde früher als Weihrauch benutzt. Mhm. Ach, Weiber. Ich glaube, es ist Zeit für das Opferritual. Cool. Dann haben wir das jetzt soweit. Können wir die nochmal anzünden? Sollen wir da reinspringen? Gut, also du hast Spaß, wie mir scheint. Oder haben wir irgendwas nicht richtig aufgestellt? Das kann halt auch sein. Wir kommen tatsächlich nicht mehr zurück. Ja, aber meiner Meinung nach sollte das soweit passen.
Da können wir euch wieder mitnehmen. Ist das eine Wolke? Ich weiß nicht genau, könnte sein. Okay, schauen wir in der nächsten Folge mal, wie es hier weitergehen könnte. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.